Stop everybody and welcome back to Comeback TV! Und heute, Ladies and Gentlemen, ich würde mal sagen, Raphael Rosenberg, erzähl mal, was wir heute machen. Ich hab die Ehre, ich hab die Ehre. Ja, heute werden wir nämlich eine kleine Challenge machen. Sieht man diesen Faden hier? Und zwar, wir werden kein Volleyball spielen. Wir werden mit Wasserbomben so eine Art Challenge machen. Wir müssen sie gegenseitig rüberwerfen, wir müssen sie fangen. Und bei denen sie kaputt geht, okay? Der kriegt eine dicke, fette Strafe am Ende. Und zwar, die wird richtig nass, die Strafe. Scheiße. Die wird richtig. Also die Challenge hast du dir ausgesucht. Wir machen immer manchmal so sportliche Challenges, wie vielleicht die Fußball-Challenge. Jetzt ist Sommer, deswegen nicht nur drin sitzen und irgendwie dummes Wettessen machen, sondern auch mal ein bisschen so sportlich aktiv werden, dass wir vielleicht ein bisschen jetzt muskulöser werden. Aber kleines Handicap habe ich. Ich muss schon seit einer Stunde oder so scheißen gehen. Großer Gott! Und deswegen werde ich ein bisschen, ist meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt, aber ich werde trotzdem jetzt mal in die Wasserbombe. Ich komme nicht. Ich würde sagen, ja. Start doch mal einfach mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier eine geile Wasserbombe. Wieso, wenn du dir was anziehst? Wie viel willst du machen? Nur eine oder was erstmal? Ich würde mal, schau mir mal. Das krasse ist, wir haben hier früher auch schon mal Wasserbomben gemacht, Alex. Ja, weißt du das noch? Das war vor ungefähr fast. Dann haben wir Ärger bekommen, weil wir das auf irgendwelche Nachbarn geschmissen haben. Wir haben krass Sachen gemacht, schau mal. Ich habe natürlich auch für die Ladies extra ein weißes T-Shirt angezogen. T-Shirt an, dass man vielleicht ein bisschen. Dass man ein bisschen so was durchsieht, ne? Dass die Ladies sich auch mal hinter der Kamera ein bisschen freuen können. Schaffst du es? Sicher. Mit vollem Körpereinsatz, mit dem Mund, der ist dabei. Der ist dabei, der ist richtig dabei. Der lebt den Shit richtig. Ich würde sagen, okay. Und was willst du jetzt machen? Jetzt schon spielen oder was? Volleyball? Wir spielen jetzt. Schau mal, pass auf, ich bin jetzt hier, okay? Okay. So, du bist drüben. So, und du schmeißt es jetzt. Du musst es einmal drüber schmeißen, ich muss es fangen. Aber wir machen Klick, Klack, Kluck, wer anfängt, natürlich. Würde ich auch mal sagen. Klick, Klack, Kluck. Zum ersten Mal, Alter. Ich dachte, ich mache immer ein Ding an der Papier, weißt du? Okay, du fängst jetzt an und ich muss das Ding fangen. Drei Runden. Wir schauen, wie lange das dauert, von dem, wenn es jetzt ganz schnell geht. Dann müssen wir mehr Runden machen, aber wir machen auch ganz normal erstmal, oder? Ich würde sagen, bist du ready? Ja, mach. Okay, come on. One, two, three. Okay, ich weiß, dass du Unfall machst, Alter. Oh! Yeah! Oh! Ich hab noch Gefangene! Hey. Der war gut, ne? Der war richtig gut! Boah! Der war schon ein bisschen krasser, muss ich sagen, ne? Machst du Tennis oder was? Fuck, Alter! Wir sagen mal die nächste 1-0 erstmal. Aber ist geil, ne? Wow. Ist geil. So, jetzt machen wir mal die zweite. Aber ist echt eine coole Challenge, Mann. Fuck, Alter. Nochmal. So, jetzt haben wir die zweite. Und dieses Mal muss ich echt gewinnen halten. Also das Spiel macht echt Spaß halt, vor allem in diesen krassen Temperaturen, 36 Grad. Du fängst an. Ich fange an. Warte. Der Verlierer Gewinner, kommt. Gewinner fängt an, komm. Willst du mich verarschen? Ja, okay, klick, klack, kluck. Ja, komm, klick, klack, kluck, Mann. Klar, kluck. Das ist voll das geile Spiel, Mann. Ich höre. Aber du machst es halt krasser, Alter. Komm! Ich kann. Ey, das ist einfach. Ja, Bruder. Der hat den Shit noch gehalten! Der hat den Shit noch gehalten! Ich bin einfach mal ausgerutscht. Ja, die sind deine Linie. Deine Linie! 2-0. Mir ist egal. Aber man merkt schon, das ist richtig professionell. Also hier geht's richtig professionell zu. Also die Wasserbomben-Bundesliga, die wird auch von uns ausgerichtet, das Spiel. Und das gibt's sind neun, ja. Und die sind mal richtig professionell, da sitzt man auch im Vorstand, dass man, das geht hier richtig professionell zu. Das hat schon Loch. Kaputt, Alter. Gut, dass ich 100 Stück besorgt habe. Falls jemand mal gegen uns beide spielen will, dann schreibt es mal in die Kommentare.
Das wäre ziemlich cool. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wer gegen uns spielen will. Und schreibt auch mal in die Kommentare, was für sportliche Challenges wir als nächstes machen sollen. Wir machen das jetzt im Sommer immer nicht regelmäßig, aber ja, jedes zweite Video vielleicht mal. Es kommt immer drauf an. Mal was Neues. Wir wollen euch was Neues bieten, aber es kommen auch auf jeden Fall wieder Cruisen-Videos. Ich weiß, ihr wollt Cruisen-Videos sehen. Da kommt auf jeden Fall auch noch was, oder Bruder? Ja, da kommt natürlich wieder was. Ich muss ja auch mal ein bisschen hier das Gruselige hin nochmal hier zeigen, was wollt. Das Gruselige, wenn ihr da was Gruseliges sehen wollt, da habe ich natürlich auch was für euch. Dann aber alle Vorschule bauen. Weil du es nicht. Es ist ja 2-0, ich würde sagen, fang einfach mal an. Oh, du machst es viel stark pickelscheißig, Mann. Oh, jetzt sieht er seine Uhr aus. Das ist richtig geil. Du hast das Spiel gewonnen, du bist einfach ein bisschen sportlicher als ich. Nee, ich habe aber schon lange kein Spiel mehr gegen dich gewonnen. Das freut mich extrem. Es freut mich einfach nur extrem. Jetzt kommt die Strafe. Und das heißt, ich darf dich, Bruder, und darauf freue ich mich schon die ganze Zeit, ich darf dich nass machen. Ach du Scheiße, Mann. Ich zieh mir meine Brille aus. Also er darf ich jetzt mit dem Gartenschlauch nass machen. So viel er will. Oh, das ist scheiße. Ich würde sagen. So. Scheiße, aber das ist gut, Mann. Lass mal mein T-Shirt. Also, das ist auf jeden Fall die Strafe. Ich darf ihn eine Minute lang so nass spritzen. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben. Aber ich glaube, die 90 Mann schauen nicht aus, wenn es ein bisschen länger ist. Auf noch 30 Sekunden. Haben noch 30 Sekunden. Ich würde sagen, das reicht. Weil die Wiese. Aber, oh. Aber das ist ja schon von der Polizei gewöhnt, dass er mit Wasser. Bin ich schon gewöhnt auf jeden Fall. Aber es war eine gute Abkühlung, oder? Es war eine richtig geile Abkühlung, Freunde. Wow. Das war so bei diesen Temperaturen, ganz ehrlich, was will man mehr? Es war auch so ein bisschen Rache von meiner Seite. Wow. Weil ich habe das nicht vergessen mit dem Schleim vom letzten Video. Könnt ihr gerne mal drauf schauen. Oh, fuck, Alter. Aber eine schöne Abkühlung, oder? Das ist einfach nur ein ultimativ geiles Gefühl, wie nass ich jetzt gerade bin, Mann. Ich kann es gerade nicht glauben. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere Challenges sehen wollt, dann lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst gerne mal 100 Likes da, das würde uns riesig freuen. So, Ladies and Gentlemen, und beim heutigen Video grüßen wir die Jungs DOS Bros. Liebe Grüße raus an euch. Liebe Grüße an euch, danke. Und für alle anderen, wie gesagt, schreibt immer fleißig Hashtag Glocke aktiv, Hashtag Comeback TV und dann grüßen wir euch auch beim nächsten Video. Wir können, wie gesagt, nicht jeden grüßen, aber wir nehmen uns immer echt die Zeit. Wir versuchen es. Genau, schreibt uns. Aber wir lesen alle Kommentare. Wir beantworten alles in Instagram. Manchmal bin ich das, manchmal ist er das, das schreiben wir auch immer rein. Genau, dann war es das mit dem heutigen Video. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schön duschen, aber brauche ich gar nicht, das ist ziemlich warm. Ist schön, oder? Trocken so gleich. Das ist geil. Also, zum Ende des Videos. Abonnieren, 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 abonnieren. When I'm in LA, battle to the floor, man. Yo, bitch in my face, she might be on.